Moin, 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 willkommen zurück zum Let's Play von Mountain Blade Warband. Wir haben hier richtig große Verstopfungen und haben ja die Belagerung für Luca ja, aufgehalten und ja ein paar Leute vertrieben von Rodox. Jetzt sprechen wir nochmal mit unserem Lover, also mit unserem baldigen Mann, und können vielleicht hier nochmal. Okay, schade. Dann gehen wir mal zu unserem Dorf. Wir haben ja eigentlich ein Dorf. Der letzte Part ging richtig gut. Also wir haben eben einen Heiratsantrag gestellt an Deliard und haben ein Dorfgeschenk bekommen vom König und eben viele Soldaten vernichtet. Nein, das sind sie abgehauen. Die Anführer, also die Vasallen. Okay, das sieht nicht gerade schön aus. Also das würde ich niemals. Mein Dorfding. Aufgaben. Ja, seht ihr, die gleiche Quest. Wie kann ich eigentlich die Gebäude kaufen? Fälle. Kaufe ich mir, ist ja mein Dorf. Nee, das kaufe ich mir nicht. Wo kann ich jetzt die Gebäude kaufen? Errichten. Da drinnen kann man nicht rein. Irgendwie kann man doch das Dorf. Ah, verwaltet dieses Dorf hier. Wir müssen, glaube ich, zuerst eine Schule machen. Ein pro Monat. Hä, ich dachte mal, es gibt doch etwas, einen Bonus. Wieso haben alle keine Baumeisterfähigkeit? Ich habe doch einen mit Baufähigkeit. Das wäre schon nett, aber es ist alles so teuer. Eine Botenstation ist natürlich wichtig. Ist zu teuer in Schule. Ich werde noch nichts. Es sind nicht diese Gebäude, die ich dachte, also so Produktionsgebäude und so. Weil in den Städten haben wir alles Gebäude, die etwas herstellen. Aus Rohmaterialien aus den Dörfern. Und ja, die kann ich irgendwie noch nicht kaufen. Oder es ist nur in Flois Mod so. Ja, du musst nicht daneben. Ja, wir erreichen die. Wir erledigen die. Das sind böse Banditen, die sind so stark. Wir erledigen die kurz. Oh, ich habe meine Tastatur verloren. Ich kann nicht reiten. Na gut. Die Tastatur ist spurlos verschwunden. Ja, aber macht schneller, bitte. Heute schauen wir das Schlachtfeld ein bisschen an. Zuerst mal diese Steine. Sie sind wie ein Steinkreis. Nein, nicht ganz, aber... Schon fertig? Okay. Fertig. Tja, Chimera. Aber wahrscheinlich, weil sie... Kann das sein, weil sie verwundet sind, haben sie das keinen Baumeister gegeben. Ich sollte vielleicht mehr selber Baumeisterfähigkeiten geben. Naja, irgendwas. Handel. Oder ihr.
Baumeister. Konstrukteur ist es wahrscheinlich. Mach ich mal Ehe zuerst. Ich hoffe, du stirbst nicht zu schnell immer wieder. Es ist gut, wenn man mehrere Fähigkeiten verteilt hat. Die gleichen Fähigkeiten verteilt. Ich möchte einfach mal kurz Ding finden. Karawanen von Rodok, aber die gehen wahrscheinlich irgendwo anders weiter, hä? Die machen eine große Abzweigung, einen Umweg. Ah, oh, schon wieder ein Verräter. Scheinbar ist es nicht hier. Sollte aber hier sein, weil er hat ja Probleme mit Banditen, deshalb muss es doch in der Nähe sein. Das Banditenlager. So, hier sind viele. Hier muss es irgendwo sein. Komm, 46 Banditen. Hey, schon wieder die falsche angeklickt. Kämpft, meine Leute. Wir schauen das Schlachtfeld wieder an. Schaut euch mal diese Tanne dort oben auf den Bergen. Auf dem kleinen Hügel. Das ist eine besondere Tanne. Sie hält jeden Spieler auf. Niemand kann sie umtreten. Ach, mit einer Axt wie dieser Battiche kann sie nicht gefällt werden. Sie ist besonders zäh. Oh, Baschadur. Wir schlachten alles 20-fach zusammen. Tipptopp. Wir haben so viele Waffen, Meister, schon. Sehr heftig. Keine Chance. Nicht die Pferde angreifen, die Idioten da vorne mit dem Bogenschützen. Und Armbrüsten. Bogenschützen mit den Armbrüsten. Ja, man sagt ja Armbrustschütze, aber... Na, ich finde... Sind ja eigentlich auch relativ ähnliche Bögen. Kann man schon sagen, Armbrustschützen, Bogenschützen eigentlich. Naja. Also. Ja, Bogenzugkraft. Athletik. Schwert. So. Gut. Nordkrieger, Nordveteran, Waffenknecht, Lagerzivilistin. Schön, schön. Aber wo ist jetzt das Banditenlager, bitte? Ich wette, die greifen jetzt bald mein Dorf an. Da will ich nicht hin. Der hat sogar Angst vor mir. Ah, hier ist es. Gut. Kein Problem für uns. Sowas von leicht. Treffe. Wieso triffst du nicht? Ah, und pff. Du hast gar nicht geschossen, deshalb. Gut. Ein Schuss, ein Treffer. Ein Kill. Immer jemand im Weg.
Ja, wieso hörst du auf zu blocken? Die Banditenlager sind einfach immer zu stark für unsere... Naja, Truppen, die halt nicht so im Kampf gut sind, sondern Fähigkeiten. Ich tue halt die zu viel Fähigkeiten geben, aber das braucht man halt auch. Dann haben sie halt nicht immer ein gutes... eine gute Chance. Okay, oho jetzt. Oh je. Das mal weg. Das mal weg. Ja, das. Wir müssen unser Ding im Tal noch mal ein bisschen verbessern, hä? Ja, vielleicht haben wir noch etwas, zum Beispiel den Armbrustbolzen. Wir haben doch irgendwie unten jetzt die besseren, hä? Wo sind sie denn? Ich hatte doch irgendwas Besseres noch, was mehr Geld gegeben hat. Da. Genau. Schön. An wen? Ah, König, genau. Prima. König, wo bist du? Jedes Dorf ist kaputt. Okay, da drüben haben sie noch nicht erreicht, aber... Das ist jetzt nicht mehr kaputt. Schon heftig, hä? Wie wir überlegen sind. Billy Neuan, das ist einer der Swarden, hä? Swarden. Karnat Kergit. Da ist auch noch ein Bandit, hä? Gut, 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 gut. Heute haben wir in der Reitstunde... ja, ein bisschen. Pferde... ja, ich sage jetzt lieber nicht, was ich dachte. Aber wir reiten ein bisschen herum und schauen die Landschaft an wieder. Ach, schön. Ja. Oh, ich treffe nicht. Wer ist das? Karawanenmeister. Schon wieder ein Gebirgsbandit. Lagerjägerin. Wie viel haben wir jetzt von den großen Klingenschwestern? 3, hä? Prima. Dorf gerettet. So. Müssen irgendwie an Geld kommen, also dass wir so 9000 mal bezahlen können. Wieso immer Getreide? Hört doch mal auf, getreidesüchtig zu sein. Kauft lieber Fleisch. Lieber Fleisch essen als Getreide fressen. Ja, das sind mega teuer. Da ist er. Dich brauche ich. Hervorragende Arbeit. Schön. Ihr haltet 2 Ansehen. Ist immer das Gleiche. Gut. Gehen wir mal nach Sarimisch. Komisch, dass der von Grunwald da nicht angreift, aber der ist da wahrscheinlich eben sowieso gefangen.
Vorräte. Willkommen. Aber eben, das zählt ja nicht als Getreide und darum kann man die Quest gar nicht lösen. Ich möchte gehen mal ein bisschen plündern. Aber wir müssen uns unbedingt noch einen Speicher anlegen. Rodok vernichten. Vernichten. Ich will mal schauen, wie viel... Aha, doch. Hat es bekommen. Ist das das andere Dorf? Okay, jemand will mit mir kämpfen. Der Öffler hat sich das Gefecht der Verhältnisse seit. Tribidian mag auf welche Tricks eingefunden sein. Kommt alle zu mir, ich werde denen eine riesige Falle stellen. Los, Leute. Danke für das Schützen. Wer bist du, sandischer Reiter? Ah, oh, Jeremus, musst doch nicht sterben. Du bist extra der gute Heiler. Hä? Mist. Steck fest. Was, so viele sterben? Sind wieder zu weit nach außen, hä? Zu weit hier vorne. Ja, eventuell muss ich das halt nochmal laden, aber... So doof, weißt du. Man kann nichts machen, wenn man Dörfer angreift. Nichts. Smartische Ritter, nein! Mann, wieso bist du, Jeremus, gestorben? Waffenknecht. So bist du bewusstlos. Du blöd... Hey, ich kill dich noch. Eigenen Truppe sind mir im Weg, weil die KI natürlich extrem schlecht ist. So, Mist. Sterbt doch aber nicht einfach immer alle. Lustlos werden, hey Gott. Oder? Boah, der hat den anderen vom Pferd geschoben. Schlagen. So, Klingenschwester hat noch einen erledigt. Wo sind denn die Armbrustschützen, dass die bewusstlos werden? Die Kai ist manchmal richtig dumm. Hey, Swadischer Ritter, ist aber gut, dass der einer stirbt. Swadischer Ritter, ja, einer ist gestorben. Vier getötet. Wer ist denn noch getötet worden? Landsknecht, Kavallerie. Ah, zwei Waffenknechte. Genug, heute gewinnt ihr Hundesohn. Ach, die Schande. Ihr seid nun mein Gefangener. Oh, wir haben noch mehr schlechtere Beziehungen. Heftigst. Schön, schön. Also, auf jeden Fall Arien noch ausbeten. Habe ich dich schon? Hast du schon wieder ein Level up? Das ist ja Wahnsinn. Waffenmeister, Wendigkeit. Ah, wenn noch nicht. Dann wirst du auch
Überzeugt, nein. Du hast Stärke und Wendigkeit. Irgendwas mit Stärke und Wendigkeit. Plündern. Du brauchst mal alles nur plündern. Ich glaube, das ist ja das, was die andere auch hat, aber ich mach's trotzdem. So. Shavi. Dich mal bessere Ausrüstung, ne? Aber wir haben nichts Besseres. So ein Scheiß, wir haben alles, aber nicht Gutes. Prima. Also Bogenschützin. Du bist Spurensuche. Ja. Also, was brauchen wir? Kartengeschwindigkeit. Ja, Sichtweite nicht so. So, Spurensuche. Wir müssen irgendwie herausfinden, wie gut das noch werden kann. Weil wir brauchen schon ein bisschen Information, hä? In der Nacht, wieso ist in der Nacht die Spurensuche so gering? So, und nächstes, wir haben gesagt, wir machen Inventar. Haben immer noch nicht mehr Inventar zur Verfügung. Hm. Dann nehmen wir den Handel. Und Gefangenen, nein, Konstrukteur. Wir hätten noch Reiten oder so etwas. Wir machen Konstrukteur mal nicht, wir machen Reiten. Bogenschießen höher, sehr gut. Also, haben wir sonst noch etwa? Nein, wir werden jetzt mal Nahkämpfe nicht so ausbilden. Ja, weiter blenden. Oh, Chimera hat's nicht gern. Hauptsache, ich habe... Ja, eventuell müssen wir den Spielstand neu laden. Es ist richtig nervig, wenn man... Ding hat Probleme mit den Leuten in dem Trupp. Okay, wenigstens haben wir Geld. Ja, ja, ich denke, es ist schon wichtig. Die kann mir am Arsch vorbeigehen. Also Chimera ist es. Ich muss schauen. Weil ich will schon ein bisschen mehr auf Erfolg achten. Chimera. Die Kriegerin. Ja, ja. Haben wir dich nicht ausgebildet, den Konstrukteur? Ja, dann haust du halt ab. Aber es ist noch lange nicht so weit. Tja. Kann man die eigentlich zu meinem Dorf schicken? Ich mache jetzt mal wirklich negativ. Ah, immerhin haben es jetzt nicht zwei Kriege noch. Und irgendwas hat noch... ich jetzt übersehen. Das ist immer blöd gemacht, dass man... Das werden wir annehmen direkt. Prima, die haben scheinbar Geld, obwohl sie so viel im Krieg sind. Eventuell dadurch, dass sie sehr viele Dinge bekommen. Loot halt verkaufen können. Ah, man kann es nicht. Vorräte. Dorfzentrum. Eventuell kann ich schon jetzt mal etwas... nein, wir werden warten. In einem Monat haben wir ja das Fest. Und, ja.
Also die zwei können wir schlachten. Ja, ich lasse sie einfach hier. Oh, Banditen. So. König Swartny hat Burg Elgion von Rodox. Wieso habt ihr das nicht gesagt, dass sie den angreift? Hey. Die sagen nicht mal etwas, dass sie das belagern. Los, Kampfvorteil ist 10, das ist klar. So ist der Anführer so extrem aggressiv. Ah ja, Bogenschießen werde ich dann auch mal machen, wir dann in der nächsten Kämpfe, gell? Das macht mir einfach nicht so viel Spaß, deshalb mach's nicht. Weil es relativ fortgeschritten ist. Das ist halt sehr realistisch, also ja. Ja, bedingt realistisch, aber sehr realistisch gemacht. Aber nicht realistisch in der Tat. Weil es halt auch ein bisschen buggt. Manchmal durch die Gegner durchgeschossen wird. Hm. Ja, danke. Prima. Haben wir irgendwas Billiges? Nicht. Na Mensch, der Equal. Schön. Graf Kles. Von Fedner. Das ist sehr edel von euch. Ja, das ist edel. Ich will jetzt nicht schon wieder kämpfen, nein. Immer im falschen Moment habe ich diese Quest. Immer einen Rodok-Vasallen bringen. Das ist nervig. Einige Lage ist hier. Schön, gehen wir nachher hin. Ah, der Part ist schon fast vorüber, hä? Ah, gut. Dich habe ich gesucht. Gut, gut. Und natürlich auch gut. Also kaufen, Geld verdienen. Prima. Also, verkaufen, verkaufen. Ah, hat genug Geld. Kaufen. Na, Mist. Das eine ist zu teuer, das Öl. Mist, etwas anderes verkaufen. Können wir noch etwas verkaufen? Hm. Ja, so. Prima, hier haben wir eben so teure Sachen. Ich werde jetzt noch nicht an Ausrüstung, ich brauche die Ausrüstung nicht. Prima. Schön, jetzt sind die Bettel arm und ich bin steinreich. So, weiter. Dann haben wir hier Alva die Beperlte. Schönes Gelege, hm? Larucken. Genau. Deglan. Eine Aufgabe. Nein, ich gehe nicht nach Arngurt, das ist zu weit weg. Aber danke. Oder wir könnten dorthin. Das größte Problem ist halt, dass wir jetzt nicht wissen, wann die Quest ist hier. Wird er das Ding? Okay. Vielleicht will ich ihn nochmal ansprechen, bevor der Part zu Ende ist, ja? Kein Problem, jetzt ist nämlich 30 Minuten.
Und ich kann trotzdem noch ein bisschen weitermachen. Devlian? Ah, da kommt er. Jetzt habe ich schon gedacht, er ist schon drin. Ja, danke. Wieso kann ich ihn nicht ding? Ja, ich arbeite noch dran, aber du musst etwas machen, nicht ich. Gut, dann im nächsten Part ein Gelage hier. Hä? Auf Wiedersehen. Dankeschön fürs Schauen. Tschüss.